Dieses Video wird unterstützt vom Ministerium der Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Live. Ja, ich komme just von der Gamescom zurück an. Lo geht es weiter mit Filmer Blink Twice, lebt aktuell am Kino. Ich weiß nicht so wirklich, was ich am Vielfalt von der Herz sollten halten. Ich konnte nicht ganz viel damit aufhängen. Just, dass ein Trailer relativ spannend ausgesehen hat. Mit wie Blink Twice dann lo am Endeffekt Guinness. Ja, da erzählen sich lo an dieser Episode. Für dich schon mal eine große Merci, Kinepolis, für die Bereitstellung von 2 Tickets, 4 an der Kino, der wisst ihr, wie das Spielchen geht. Guck dir die Episode an, und dann zählen ich euch Not am Schluss, wer da an Kommentaren muss schreiben, 4 ausgelost zu gehen, 4 können 2 Tickets an der Kino zu gewinnen. Fangen wir mal einfach mal an, dass Blink Twice Regiedebüt aus vom Zoe Kravitz. Und natürlich sich mal einfach sein Mann, den Channing Tatum, gekrallt und mit dem zusammen einen Film gemacht. Ja, Regiedebüt. Als das etwas gehen, Blink Twice wirkt auf jeden Fall ein bisschen so wie in so einem Mystery-Thriller, den wie man mit Glass Onion oder Knives Out hatten. Aber das ist aber nicht ganz der Fall. Stilistisch erinnert das Ganze ein bisschen daran, ist aber nicht wirklich von der Thematik hier dat. Also etwas kein Who is it, who done it? Film mir etwas echt, ja, den Film erzählt eine andere Geschichte. Und Zoe Kravitz muss ihn nur fairerweise so, möchte das mega gut teil für sein Regiedebüt. Hat gut gespielt, für gute Szene, für gute Ausstellungen, für guten Timing, für gute Schnitte und flott Musik, die das Ganze in der Mole kann. Also insgesamt wirkt der Film halt ziemlich heischwertig, kann man einen coolen Stil wirken an eben einen aufwieselungsreichen Schnitt oder Inszenierungen und kann du mal da ganz gut überzeugen. Der Film, ich will gar nicht zu viel darüber schwätzen, im Wert am Film geht. Es geht halt einfach darum, dass eine Frau oder zwei Frauen, also zwei Freundinnen, die sind bei so einem Millionär oder Milliardär, die gehen dann auf eine Insel erweitern und auf der Insel fängt dann irgendwann und du gesagt, das mal alles super aus. Aber los, kommen ein bisschen mysteriöse Sachen und da ist Luch. Ich will du gar nicht weiter darüber gehen, wann der mehr dazu willst wissen, dann musst du erst das auch gucken. An meiner Meinung nach verleiht sich der Film just leider zum Schluss hin ein bisschen selber an seinem Mysterium, wenn ich so so will. Also der Film aus sich, wie von der Thematik hier, stark genug für das zu drohen, mehr verleiert sich irgendwann ein bisschen. Sobald das Mysterium ein bisschen abgelesen ist, oder sobald ich selber als Zuschauer ein bisschen nach dem Mysterium drin ist, also ich denke ich immer so ein bisschen, ja, das hat nach Kindern ein Schritt weiter gut. Du hättest ein bisschen mehr Gas könnte gehen, und da wird das ganz ein bisschen mehr runden gewischt. Insgesamt wirkt der Film für mich aber ganz in der Halse. Hat ganz viel Spaß gemacht. Für allem beim Nu-Gucken oder beim Maträtseln, also nähen Drösele von der Geschichte, war das ganz in der Halse. Schauspielerisch kann der Film eben auch überzeugen. Und Channing Tatum möchte das halt ganz gut, spielt seine Rolle ganz gut, mehr noch so nicht ganz allein. Der ganze Cast wirkt alles ganz stimmig, wirkt auf Plätze weiß drüber, aber das soll so sehen, das soll so wirken. Und ja, du kannst ihn halt einfach nicht so, und das wäre ein Rundteam, das ist ein stilistisch gelungener Film mit einer cooler Geschichte, die sich halt dann eben zum Schluss ein bisschen verleiert und dann geht es zu Blink Twice. Eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist nur nicht das riesen Meisterwerk, aber ein absolut unterhaltsamer Film. Wenn dir also 2 Tickets für den Kino wollt gewonnen, dann zählt mir ganz gerne, was dann euren Lieblings-Mystery-Thriller-Film aus. Oder wir können auch, was für ein Lieblings-Who-Done-It-Film aus. So etwas eben wie Knives Out oder Glass Onion, weil jetzt stilistisch ganz rappasst, was aus eure Favorit daran können mal gerne in die Kommentare verrunden, haben wir die beste Chance, die da herausgelost für 2 Tickets an die Kino zu gewinnen. Und in dem Sinn ging ich so, war das doch schon, und da wünsche ich ganz viel Spaß im Kino mit Blink Twice. Ciao!